Es weihnachtet, jedenfalls hier in der Gärtnerei der Ulrichswerkstätten Augsburg. Hier findet am kommenden Sonntag wieder der beliebte Weihnachtsbasar statt, so wie schon seit ungefähr 30 Jahren. Und wie überall ist auch hier erstmal viel zu tun, ehe dann alles schön und fertig ist. In den Werkstätten gibt es Arbeitsplätze für Menschen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten. Seit Wochen sind die Beschäftigten in der Gärtnerei mit dem Binden von Adventskränzen ausgelastet. Es riecht hier wunderbar nach Tannengrün. Das Wichtigste, denke ich, für die Kunden sind unsere Adventskränze, unsere Gestecke und natürlich die Weihnachtssterne, die Sie hier sehen. Da sind wir so weit, dass die Weihnachtssterne alle ausgepreist sind. Die Kränze werden gerade ausgepreist und keiner geht raus, ohne einen Preis drauf zu sein. Weil dann aus dem Bauch einen Preis zu machen, wie gesagt, wird immer zu billig. Man muss wirklich bedenken, was kostet die Kerzen, was kostet die Dekomaterial, was kostet der Kranz. Und dann kommt immer Summe zusammen und verdienen wollen wir ja auch was. Es weihnachtet, in der Gärtnerei und auch im Ladengeschäft. Überall sitzen kleine Engelchen, an den Zweigen glitzert es, dass es eine Freude ist. Hier werden auch Dinge verkauft, die nicht aus den Ulrichswerkstätten stammen. Ortswechsel. Auch in der Förderstätte wird fleißig gearbeitet. Hier steht die Betreuung, Förderung und Begleitung im Vordergrund. Aber das heißt nicht, dass hier nicht tolle Sachen für den Weihnachtsbasar hergestellt werden. Die Förderstätte nimmt Menschen auf, die die Voraussetzungen aufgrund körperlicher oder kognitiver Handicaps in dem Werkstattbereich nicht schaffen. Sie haben also einen erhöhten Unterstützung- und Assistenzbedarf. Die kommen hier zu uns. Der Schwerpunkt hier ist nicht so sehr die Arbeit, sondern mehr die Förderung. Hier werden zum Beispiel Kaminholzanzünder hergestellt. Lauter kleine Schritte sind nötig, damit am Ende ein fertiges und funktionierendes Produkt steht. Die Anzünder müssen in Wachs getränkt und in kleine Päckchen gepackt werden. Jeder macht, was und wie er es kann. Das ist bei Menschen mit Behinderungen genauso wie bei anderen Menschen auch. In einer anderen Gruppe der Förderstätte arbeiten Menschen am PC. Das mag langsamer gehen, aber es geht und macht auch Freude. Der ganze Raum ist vollgepackt mit schönen Dingen, die es zu kaufen gibt. Übrigens nicht nur zu Weihnachten. Hier in dieser Gruppe wird hauptsächlich Ware, die eingekauft wird aus anderen Werkstätten, gezählt und dann in Listen eingetragen. Das machen Menschen, die hier arbeiten, an PCs. Die sind also in der Lage, mit verschiedenen technischen Hilfsmitteln am PC zu arbeiten und machen Inventurlisten, gestalten aber auch selbst Karten und Briefpapier, was dann wiederum auch im Basar angeboten und verkauft wird. Auch die Kerzenherstellung ist in der Förderstätte beliebt. In einer Vitrine stehen schon viele fertige Objekte und für den Nachschub sorgt die Gruppe von Hermann Jacker. Aus recyceltem Wachs, der von Pfarreien zur Verfügung gestellt wird, aus Paraffin und Stearin werden neue, wunderschöne Kerzen. Viele kleine Handgriffe sind nötig und jeder trägt dazu etwas bei, so wie es eben möglich ist. Das sind alles so, sie sind dabei, so Beschäftigungen, aber auch für viele für die Handmotorik-Koordination. Was muss ich machen, um irgendwas zu greifen? Das sind ja ganz viele Schritte, wo jetzt für uns ganz normal sind, aber für manche sehr viel Konzentration und Wachheit erfordern, wo es jetzt sonst gar nicht gegeben ist. Im Augenblick laufen in der Förderstätte und in den Werkstätten die Vorbereitungen für den Adventsbasar am kommenden Sonntag auf Hochtouren. Da kann die Adventszeit ja kommen.